Ah, schade, schon wieder kein Babyhuhn rausgekommen. So, und jetzt kann man das Ganze nämlich... Und geht das hier so? Das ästhetisch aus? Ja, das geht wohl. Was muss, das muss, ne? Bei Mutter, Mut! Was wir da auch noch machen können, ist eine Falltür. Also, ne, so ein komisches Ding. Wieso habe ich denn die perfekte Anzahl von Zäunen? Oh, yeah! Wieso gehe ich hier rauf? Egal. Oh, yeah! Perfect Crafter. Habe ich denn hier noch eine Falltür? Nein. Schade, aber wir haben noch ein Ei hier. Fest steht, Hitler hatte nur ein Ei. Jetzt weiß ich gar nicht, ob dein Babyhuhn rausgekommen ist. Nein, jetzt weiß ich es nicht. Und ihr auch nicht. Jetzt schweben wir alle in Unwissen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach genau, die Falltür. Da noch eins. Ich brauche nämlich hier und ich mehr. Da. Einmal gehen, das macht einen wieder munter. So, zack. It's a trap! Und die können wir jetzt daran platzieren und dann kommen wir hier immer so schön durch. Ah, genau. So kommen wir zum Beispiel hier nicht raus. Ist doch ganz praktisch. Aber ich finde irgendwie so beim Häuserbau, da verschwendet man total viel Zeit. Das kommt mir irgendwie immer so vor. So. Okay. Hier kommt jetzt die kleine Kuhle hin. So. So, so. Das noch kaputt. Ja, man bekommt sogar die Kohle raus. Ist praktisch, weil sonst wäre das jetzt auch ein bisschen scheiße. So. Das hier mache ich jetzt mal ein bisschen tiefer gelegt. Habe ich noch Birkenholz dafür? Das bräuchte ich dann nämlich eigentlich. Keine Ahnung, müssen wir mal gleich nachgucken. Die Musik ist immer noch komisch, aber es ist immer noch hiervon, ne? Ja, alles klar. Weil ich habe irgendwie, keine Ahnung. Sollen wir alles nochmal von vorne? Nein! Ich will das nicht von vorne hören! Wie sieht die Rüstung cool aus, beziehungsweise der Helm so, also das hier so. Sieht schon recht schnieke aus. So, hier einmal alles ab, dann hier einmal alles dran. Nur irgendwie anders. Nom 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 nom. So, da jetzt nochmal alles weg und irgendwie anders wieder dran. Ach ja, genau, ob wir Birkenholz haben, beziehungsweise ob ich Birkenholz habe. Nope. Damned. Dann, ich glaube, das machen wir lieber, wenn Tag ist. Dann suchen wir uns mal ein bisschen Birkenholz am Tag. Ich überlege gerade, ob ich die Dinge auf der Höhe mache oder ein tiefer. Nee, ich lasse es auf der Werkbank. So, zack, zack. Ach genau, dann brauchen wir da vielleicht auch gar kein Birkenholz, weil wir einfach den hier machen können. So, was kommt denn noch hier unten hin? Hört ihr das auch so? Also bei mir ist es so, so höre ich das auf der linken Ohrmuschel, beziehungsweise auf dem Ohr und so auf der rechten Ohr, die Musik. Klingt cool. Es kann natürlich sein, dass ihr jetzt das nicht so hört, ne? Ich weiß nicht, wie das bei der Aufnahme von Traps if ist. Ne, if das ist, dann ist das if. So, schlafen wir gerade noch eine Runde. Was ist los? So, ach nee. Wieso will ich denn immer hoch, wenn ich zur Workbench will? Ich habe keine Ahnung. So. Ach Gott, 42, das müsste locker reichen. So. Sieht doch schön aus. Wobei ich dieses Gestreifte hier nicht ganz so schön finde. Das kann ich eigentlich wegmachen. Weil das hier irgendwie nicht... Ja, aber hier sind das immer nur so einzelne Blöcke und dann sieht das mehr so... Ja, so punktmäßig aus und das will ich nicht. So, drei Stück. Zu Holz verarbeiten.
So. Okay, ist jetzt noch einer gereicht. Aber naja. Haben oder nicht haben. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. So, was kommt denn hier jetzt alles so rein? Ne? Abgesehen mal hier so von das hier. Von dem hier. Ja. Grammatikalisch korrekt sein. Du bist voll korrekt, Junge. Du bist voll korrekt. So, das kommt jetzt auch noch da rein. Du Schwein. Ich hack dir gleich dein Bein ab. Also ohne Scheiß, ich baue jetzt hier schon, ich weiß gar nicht, über eine halbe Stunde und ich finde, also die Aufnahme ist schon über eine halbe Stunde lang und ich finde, so wirklich erreicht habe ich jetzt noch nichts. Du wirst in deinem Leben sowieso nie was erreichen. Doch. Irgendwann erreicht jeder was bei YouTube. Und ich habe auch irgendwie gar kein Thema angequatscht oder so, ne? Ich habe einfach so alles nur angequatscht, was so in-game passiert ist. Naja, ist ja auch mal nicht schlecht. Muss ja nicht immer so ein Thema haben. Was man aber haben sollte, ist ein Theme. Oder Thema. Wobei ich finde, es heißt Theme anstatt Thema. So. Rotes und grünes paart sich. Und mal gucken, was rauskommt. Ein grünes. Ich glaube, das ist immer random, was da dann passiert. So, und wenn da jetzt... Moment. Ein weißes und ein grünes. Was passiert dann? So. Ein weißes und ein grünes. Was kommt da dann raus? Ein grünes. Alles klar. Grün scheint eine starke Farbe zu sein. Und gelb und rot? Da kommt jetzt orange raus. Nee, rot. Und... Irgendwie ist das lustig, damit herum zu experimentieren. So, und bei Gelb... Okay, das Gelbe geht nicht mehr. Das hat schon einmal den Akt der Liebe gemacht. So. Ja, ist gut jetzt. Rote kann ich. Das Schaf und... Das Schaf und das Schaf und das Schaf. Könnte er sich auch ohne Weizen machen? Meine Fresse. So, jetzt hier die alle noch überall verteilen, so ein bisschen. So, peng peng. Wuhu! Ich hab ein Schaf. Ja, ich sag schon Schaf, ne? Ich bin ja schon ein bisschen benebelt und so. Und ich denke, ich bin auch ein bisschen, ja, so ein bisschen seicht im Kommentieren gerade. Ich weiß nicht, wieso das, woran das liegt. Vielleicht, weil ich ein bisschen müde bin oder so. Keine Ahnung. War vielleicht nicht der optimalste Zeitpunkt, um das Let's Play aufzunehmen. Und ich will ja meinen Let's Play optimal, ne, durchführen oder gestalten oder wie auch immer. So, die Frage ist, was ich jetzt da und dahin packe. Lasst mich überlegen. Und hier die Reihe brauche ich auch noch irgendwas. So. Nee, muss man ja eine Spitzhacke machen. Was ich immer noch total sinnlos finde, aber okay. Moment, da kommt ein Lightblock hin. Das ist schon mal ganz gut, denke ich. Was ich auch für gut befinde, ne, das ist natürlich alles total scheiße. So, da. Die Dinge habe ich besucht. Da. So, da kommt später ein Lightstone hin. Sobald ich denn welche habe, da kommt die Ofenfront hin, wo noch keine Kohle drin ist. Da so vereinzelt kommt das Ding hin. Die Workbench, da wo man arbeiten muss. Und ach komm, mach ich da jetzt einfach mal zwei halbe rein. Kommt jetzt gleich raus. So, und jetzt, was fehlt denn da noch? Es fehlt da bestimmt noch irgendwas. Ein Kochbuch oder so. Irgendwie so ein Quatsch. Also soll hier so eine Art Küche werden, ne? Wie brauche ich denn, um so ein Buch zu machen? So, Moment, daraus kann man erstmal... Nee. Ach stimmt, daraus muss man erstmal Papier machen. So. Daraus kann man ein Buch machen. So, drei Stück. Und daraus kann man dann... Nee. Ich hab Bescheid. Nee, kann man machen. Nee, kann man machen. Nee. So, bam, Bücherregal. Wenigstens eins. Oh, das Stück hier ist auch schon vorbei. Mach ich mal die normale Playlist wieder an. Huch. Kann nicht aus Minecraft-Fenster schalten. Hilfe. Hä? Ah. Okay, ich kann gerade wirklich nicht aufs Minecraft-Fenster schalten. Strange.
Eine Kiste können wir hier unten machen. Bam. Ho! Die königliche Kiste! Hört, hört! Was kann man denn noch hier unten hin machen? Keine Ahnung. Ich weiß, es wirkt alles sehr kreativ. Vielleicht einfach noch so eine Trapdoor einfach. Genau. Boah, ist das laut. Meine Fresse. Da kann man sich dann überlegen, was da hinkommt, ne? Also, naja, hier so ein bisschen... Keine Ahnung, das kann eine Herdplatte sein oder was weiß ich. Wobei ich dafür eigentlich die Öfen habe. Aber naja. Apropos Öfen. Ich kann ja mal Cleanstone nehmen. Schrägstrich machen. Und dann mal ein bisschen was auf die Öfen draufsetzen. Ich spreche da von... Von Gold. Nee. Ich spreche da eher von sowas wie, Druckplatten. Steindruckplatten. Wobei ich da auch Holzdruckplatten drauf täten könnte. So, mach ich mal zwei Stück gerade. Dann mache ich zwei Holz und zwei Stein. Auf das es schön aussehe. Dann. So. Ja, man kann die Druckplatten übrigens nicht direkt so darauf platzieren, weil man dann den Ofen ja anklickt. Hier so, ne? Das geht nicht. Muss es an die Wand. Und dann wird das daran platziert. Habt da wieder was gelernt, ne? Ich will aber nichts lernen. Das tut man immer meinen Kopf weh. Gut, gut. Boah, ich bin auch schon selbst jetzt hungrig. Und diesmal nicht mein Minecraft-Charakter. Aber das sind ja sowieso Informationen, die ihr gar nicht braucht. Ne? Die sind ja vollkommen irrelevant für euch. Und wenn ich eigentlich meinen Let's Play noch optimieren wollte, dann müsste ich sowas eigentlich gar nicht mehr sagen. Oh, kein Babyhuhn. Ein Hühnchen. So. Alles klar. Hier ist nichts mehr. Mann, wieso gehe ich immer da hoch? Keine Ahnung. Ach stimmt, eine Trapdoor. Kann ich die eigentlich noch bei der Dingsbums platzieren? So, ich muss mal kurz mein Headset verrutschen. Nee, hier Trapdoor, oder? Ne, Moment, so baue ich gerade den ganzen Block, glaube ich, ab. So, das weg. Dann noch gerade hier Holz nehmen. Auf des Trapdoors namens Willen und so. Ihr kennt ja alle die Bibel. Na? Lass dich platzieren! Geht doch. Oh Gott, ist das scheißen laut, ey. Meine Phrase. Ja, das geht eigentlich auch. Ist nur immer ein bisschen problematisch, da hochzukommen. Aber naja. Ich denke, wir müssen ja auch nicht so extrem oft in den Lagerraum. So. Was ich auch noch so als Idee hätte. Hätte Fahrradkette. Wäre kurz Half-Steps zu machen. Oder die kurzen Half-Steps zu machen. Hier. Ja, ich muss nicht, glaube ich, halb höher sein, ja. So. Das sieht doch schon besser aus. Als das hier. Weil da wirken die Ecken hier immer so ein bisschen komisch. Und das ist, naja, komisch. So kann ich da eigentlich keine... Ah. So. Da. Alter, habe ich mir eine Leiter gebaut und muss trotzdem noch springen. Das ist ja recht strange. So. Sieht jetzt auch ein bisschen fetter aus. Nein, jetzt bin ich fett. Oh, nee. Ich habe das Haus zur Korpulentität verleitet. So, ist hier noch irgendein Stuff, den ich brauche? Nee, also alles. In die Kiste. So, wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ah, ja. 43 Minuten, das müsste wohl gehen, ne? Für drei Parts reicht das auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein.